Im christlichen Altstadtviertel von Jerusalem liegt die Grabeskirche mit ihren zwei auffallenden Kuppeln. Ein imposantes Bauwerk und ein mystischer Ort. Der römische Kaiser Konstantin ließ sie im 4. Jahrhundert über dem heiligen Grab von Jesus und dem Hügel Golgatha errichten. Bis heute der Anziehungspunkt für Tausende von Touristen und Pilgern. Denn genau hier soll Jesus gekreuzigt und begraben worden sein. Doch lässt sich das historisch belegen? Wer heute die Grabeskirche besucht, findet in der griechisch-orthodoxen Kapelle neben dem Altar Teile des Golgatha-Felsens, auf dem Jesus gekreuzigt worden sein soll. In der sogenannten Ädikula, einem kleinen Bauwerk unter der Kuppel der Grabeskirche aus dem 19. Jahrhundert, wird das leere Grab verehrt, von wo aus Jesus auferstanden sein soll. Sowohl das Grab als auch der Felsen beziehen sich auf die Passionsgeschichte, über die die Evangelien im Neuen Testament berichten. Demnach wird Jesus verurteilt, gekreuzigt, begraben und soll am dritten Tag auferstanden sein. Doch was davon lässt sich belegen? All unsere Quellen sagen uns, dass Jesus aus Nazareth in Jerusalem gekreuzigt worden ist, und zwar an einem Freitag. Und zwar entweder am Anfang des Pessachfestes oder am Tag zuvor. Das deutet auf die Jahre 30, 31 oder 33, 34 nach Christus. Und wir wissen, er wurde außerhalb der Stadt gekreuzigt, an einem Berg, der Golgatha hieß und der heute aller Wahrscheinlichkeit nach unter der Grabeskirche liegt. Doch was weiß man über die Geschichte der Grabeskirche? Das von Konstantin im 4. Jahrhundert erbaute Gebäude war keine Hallenkirche, so wie heute, sondern eine riesige Basilika und erstreckte sich von Osten nach Westen. Das Grab Jesu überspannte ein riesiger Rundbau, Anastasis, Auferstehungskirche genannt. Das Grab war der Anlass, die Kirche zu bauen, so der antike Geschichtsschreiber Eusebius von Caesarea. Konstantin war der römische Kaiser, der das Christentum im Römischen Reich billigte und dies 313 nach Christus in einer Vereinbarung festschreiben ließ. Das ging in die Geschichte als konstantinische Wende ein. Die Grabeskirche wurde später zum wichtigsten Heiligtum der neuen Religion. Um deren Bedeutung für Konstantins Herrschaft zu unterstreichen, wurde berichtet, dass Konstantins Mutter hierhin eine Pilgerreise unternommen haben soll. Kaiser Konstantin versuchte, sein Reich zu stärken und zu einen. Und da kam ihm die große Bischofskonferenz in Nicäa gerade recht. Er nutzte die Gunst der Stunde und man beschloss, eine große Kirche mit imperialen Ausmaßen nach Jerusalem zu setzen. Kurz darauf schickte er auch seine fromme Mutter nach Jerusalem. Und später, Jahrzehnte später, wird die wundersame Geschichte erzählt, sie habe hier sogar das wahre Kreuz Christi gefunden. Konstantin ist vor allem Politiker. Auf dem Konzil von Nicäa gelingt es ihm, sein Reich zu festigen. Mit der Entscheidung für den Kirchenbau setzt er einen Markstein. Die Errichtung seines opulenten Prachtbaus dauert fast 10 Jahre. 335 nach Christus wird die Grabeskirche geweiht. Laut Eusebius von Caesarea stand vorher an dieser Stelle ein vom römischen Kaiser Hadrian errichteter heidnischer Tempel, den Konstantin für den Kirchenbau abreißen ließ. Hadrian hatte im Jahr 132 nach Christus begonnen, Jerusalem komplett umzubauen. Der Tempel war Teil dieser Neugestaltung. Doch warum stand er genau hier? Für die Suche nach Jesu Grab könnte dies von Bedeutung sein. Vom Hadrian-Tempel wissen wir so gut wie gar nichts. Außer ein paar Steinen, die tief unter der Grabeskirche ruhen, wurde nichts von ihm gefunden. Wir wissen nicht einmal, wem er gedient hat. Eusebius von Caesarea spricht vom Aphrodite-Tempel. Ein Münzfund und andere Indizien deuten aber eher auf die kapitolinische Trias, also auf Jupiter, Juno und Minerva. Daraufhin deutet auch der neue Name der Stadt, Aelia Capitolina. Archäologische Hinweise auf Hadrians neue Stadt finden sich noch heute. Dazu gehören die Bögen im Ecce Homo Konvent und der Kirche Notre-Dame de Sion. Wie sie bis Mitte des 6. Jahrhunderts ausgesehen hat, lässt sich auf dem Madaba-Mosaik erkennen, die älteste topografische Darstellung der Stadt Jerusalem. Auffällig,
der Cardo, die Hauptachse, die durch die gesamte Stadt führte. Der Hadrianische Tempel wurde genau an der Stelle errichtet, wo Konstantin später seine prachtvolle Grabeskirche erbauen ließ, weil er dort den Golgatha-Felsen und in der Nähe das heilige Grab identifizierte. Wie aber kommt er darauf? Ist der Ort früher von Christen verehrt worden? Über die frühe Verehrung dieses Platzes wissen wir wenig. Paulus war in der Stadt, ob er je zum Hinrichtungsort gegangen ist, das ist uns unbekannt. Im frühen 2. Jahrhundert kommt Melitta von Sardes nach Jerusalem und für ihn ist schon völlig klar, dass unter dem Hadrian-Tempel der wirkliche Platz der Hinrichtung Jesu verborgen ist. Während der Bauphase der Grabeskirche kommen Pilger hierher. Sie hinterlassen uns ein wunderbares Schiff und die Mitteilung, Herr, wir sind gekommen. Eine lokale Tradition, die ein Gedächtnis an die Grabstätte Jesu bewahrte, gilt als wahrscheinlich. Lange war sie aber vermutlich verschüttet. Denn für den Bau seiner opulenten Stadt nutzte Hadrian Schutt als festen Untergrund. Den gab es zu Genüge. Denn bereits 70 nach Christus wurde Jerusalem vom römischen Kaiser Titus in Schutt und Asche gelegt. Archäologische Ausgrabungen in der Nähe der Grabeskirche belegen eine etwa 5 Meter hohe Schicht aus Schutt, die Hadrian später nutzte, um den neuen Tempel herauszustellen. Doch was hat es mit dem Felsen auf sich, auf dem er seinen Tempel bauen ließ? Hat Konstantin recht, wenn er ihn als Golgatha-Felsen identifizierte, auf dem Jesus gekreuzigt wurde? Ihn gab es schon zu Zeiten Herodes des Großen. Die Grabeskirche steht 14 Meter über einem riesigen Steinbruch. 250 Meter mal 150 Meter. In diesem großen Bereich ließ Herodes der Große Steine brechen für seinen Tempel, für seine neue Stadt und für die Stadtmauer. Dabei stieß er auch auf weichen Kalkstein. Den baute man natürlich nicht ab, sondern ließ ihn einfach stehen. Noch heute sieht man an dessen Ränder die ehemaligen Abbauspuren aus der Zeit Herodes des Großen. Bei archäologischen Grabungen auf dem Gelände der Erlöserkirche konnte solch ein Bereich des Steinbruchs nachgewiesen werden, den Herodes der Große zum Abbau nutzte. Die Grabeskirche ist hier ganz in der Nähe. Dort wiederum findet sich der viel zu weiche Felsen, der sich nicht für den Abbau eignete und stehen blieb. Er muss zu Jesu Zeiten hoch und weithin sichtbar aus dem Steinbruch herausgeragt haben. Ist Jesus also auf dem höchsten Punkt, auf diesem Felsen, gekreuzigt worden? Die christlichen Quellen geben klare Hinweise zur Topographie. Gut sichtbar, heißt es hier. Der Begriff Golgatha verweist auf einen Hügel außerhalb der Stadtmauern. Wurde die Grabeskirche also tatsächlich auf dem Golgatha-Felsen gebaut? Alle unsere Quellen deuten auf den Kalksteinfelsen unter der Grabeskirche hin, auch wenn wir den korrekten Punkt, an dem die drei Kreuze aufgestellt wurden, nicht kennen. Der Ort war gut gewählt, denn er war 22 Meter hoch. Und von der Stadt konnte man die Kreuzigung miterleben. Der Abschreckungseffekt war also gegeben. Ohnehin mussten die Römer außerhalb der Stadtmauer hinrichten, denn es war Pesach und da durfte kein Blut nach unten fallen, sonst wäre die Stadt unrein geworden. Zu Zeiten Herodes des Großen verlief die nördliche Stadtmauer östlich der heutigen Grabeskirche. Sie liegt also tatsächlich außerhalb der damaligen Stadt. Das ist entscheidend, denn neben den christlichen Quellen wird auch im Traktat Sanhedrin aus dem 3. Jahrhundert von Jeschu berichtet, der am Vorabend des Pessachfestes getötet wurde. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus erwähnt seine Verurteilung und Kreuzigung unter Pontius Pilatus. Darüber hinaus berichten die christlichen Quellen, dass der Leidensweg Jesu durch die Stadt bis nach Golgatha führte. Bis heute laufen Pilger durch die Jerusalemer Altstadt die sogenannte Via Dolorosa entlang. Sie endet in der Grabeskirche. Ist Jesus damals diesen Weg bis zu seiner Hinrichtungsstätte gegangen? Nein, natürlich nicht. Das können wir vollständig ausschließen. Als die Franziskaner im 17. und 18. Jahrhundert die Via Dolorosa festlegten, wie wir sie heute kennen, meinten sie, dass die Altstadt
aus dem 16. Jahrhundert auch die Stadt sei, die Jesus aus Nazareth kennengelernt hätte. Tatsächlich haben auch die frühen Christen im 4., 5. und 6. Jahrhundert eine Via Dolorosa festgelegt, aber die lag viel weiter südlich, außerhalb der heutigen Altstadt. Die damalige Via Dolorosa endete jedoch auch in der heutigen Grabeskirche, an dem Ort, der von Archäologen als tatsächlicher Hinrichtungsort identifiziert wurde. Aber was ist mit dem Heiligen Grab, das heute von Christen besonders an Ostern verehrt wird? Ist es tatsächlich das Grab Jesu? Auch viele Gräber in der Umgebung kommen in Frage. Christliche Quellen sprechen von einem in den Felsen geschlagenen Einzelgrab und nicht von einem sonst eher üblichen Familiengrab. Zudem sei es unbenutzt und neu gewesen. Zur damaligen Bestattungskultur gehörte es auch, dass es eine Steinplatte gab, auf die man den Leichnam bettete. Bei Restaurierungsarbeiten in der heutigen Grabeskirche wurde 2016 am vermeintlichen Jesusgrab erstmals die Marmorplatte für wissenschaftliche Untersuchungen entfernt. Nach der Analyse gab es folgende Ergebnisse. Die Ausgrabungen zeigen uns, dass es sich um ein Grab der Zeitenwende handelte. Es war einkammerig und war von einem Rollstein verschlossen. Was die Archäologie nicht kann, ist die Geschichte hinter diesem Grab erzählen. Mit wem war es verbunden? Hatte es eine Verbindung zu Jesus von Nazareth? Das alles entzieht sich unserer Kenntnis und das müssen wir offen lassen. Die Frage des Jesusgrabes lässt sich also archäologisch nicht klären. Wahrscheinlich befindet es sich im Bereich des ehemaligen Steinbruchs. Die gefundenen Gräber in der Nähe der Grabeskirche belegen, dass in römischer Zeit der offengelassene Steinbruch als Gräberfeld genutzt wurde. Wie in der Geschichte über Jesus war es in der jüdischen Grabkultur tatsächlich üblich, die Gräber zu besuchen. Sie hatten einen Eingangsbereich und zum Öffnen und Verschließen einen Rollstein. Für eine neue These und viel Aufsehen sorgte 1980 der archäologische Fund eines Familiengrabes. Es liegt im Süden Jerusalems, also abseits der Altstadt, weit entfernt von der Grabeskirche. Es wurde bei Bauarbeiten zufällig entdeckt. Im sogenannten Talpiot-Grab fand man 10 Knochenkästen, sogenannte Ossuarien. In sie wurden der Tradition nach die Gebeine der Verstorbenen gelegt, wenn ihre Körper bereits verwest waren. Ein Ossuar trug die Inschrift Jesus, Sohn Josefs. Aber kommt es als Grab Jesu überhaupt in Frage? Das Grab lag viel zu weit weg. Man hätte die 5 Kilometer mit einem Leichnam an einem Freitagabend vor Sonnenuntergang nicht mehr zurücklegen können. Außerdem, es handelt sich ja um ein Familiengrab und das Grab Jesu wäre in Nazareth zu suchen gewesen. Ohnehin sind die Eingravierungen in den Ossuaren Fälschungen gewesen, wie wir seit 2003 von der israelischen Antikenbehörde bescheinigt bekommen haben. Hinrichtungsstätte und Grab können nicht so weit auseinanderliegen. Ist das Grab Jesu also doch das von den Pilgern verehrte und archäologisch untersuchte Grab unter der großen Kuppel der Grabeskirche? Die sieht heute natürlich nicht mehr so aus wie zu Zeiten Konstantins. Von dem kaiserlichen Prachtbau ist heute nichts mehr zu sehen. Was ist also daraus geworden? Als die Muslime im Nahen Osten expandieren, wird Jerusalem erobert und vom Kalifen Omar übernommen. Doch die erste Generation der neuen Machthaber zerstört die Grabeskirche nicht. Das lässt sich an dem von ihnen gebauten Felsendom auf dem Tempelberg ablesen. Die Kuppel des Felsendoms wurde exakt so groß gebaut wie die Kuppel der Grabeskirche. Man wollte auf Augenhöhe leben. Das sollte sich ändern. Unter den Abbasiden und Fatimiden erfand man eine wundersame Geschichte über den großen Kalifen Omar. Der habe seinerseits an den Stufen zur Grabeskirche für Issa gebetet, für Jesus. Und fortan beschloss man, an diese Stelle eine Moschee zu bauen, die Omar-Moschee. Und man verbot per Inschrift den Christen, nunmehr ihren eigenen Eingang zur Grabeskirche zu benutzen. Die Abgrenzungspolitik der nachfolgenden Generationen wird also zunehmend aggressiver. Die Zeit der Toleranz ist endgültig vorbei. Die Rechte von Juden und Christen werden maßgeblich eingeschränkt. Der Islam wird zur herrschenden Religion und zur treibenden Kraft.
Als die Fatimiden mit dem Kalifen al-Hakim an die Macht kommen, spitzt sich die Situation zu. Seine Eroberungszüge stehen ganz im Zeichen der Christenverfolgung. Als er Jerusalem beherrscht, setzt er den Islam brutal durch und lässt 1009 nach Christus sogar die von Konstantin erbaute Grabeskirche plündern und zerstören. Chronisten aus dem 11. Jahrhundert berichten darüber. Nicht nur die monumentale Grabeskirche wurde zerstört, sondern auch Golgatha wurde abgemeißelt und das Grab zerschlagen. Erst später konnte Konstantin Monomachos, der byzantinische Kaiser, dann einen kleinen Teil der ehemaligen Kirche wieder aufbauen, und zwar die Anastasis. Das ist die große Rotunde über dem Grab selbst. Die Zerstörungswut zieht Vergeltung nach sich. Als Papst Urban II. 1095 nach Christus von Clermont aus zum Kreuzzug aufruft, brechen Tausende von Kreuzrittern in Richtung Jerusalem auf mit dem Ziel, das heilige Grab aus der Hand der Muslime zu befreien. Nach 4 Jahren erreichen sie die Stadt. Dort gehen sie mit einer unglaublichen Brutalität vor und richten in Jerusalem ein Blutbad an. 30.000 Tote sollen es gewesen sein. Dann beginnen sie mit dem Wiederaufbau der Grabeskirche. 50 Jahre danach ist sie vollendet. Im Wesentlichen sieht sie so aus wie heute. Aber befinden sich das heilige Grab und der verehrte Felsen noch an der gleichen Stelle wie zur Zeit der Erbauung durch Konstantin? Mit Golgatha stehen wir auf sicherem Grund. Hier können wir davon ausgehen, das ist der Hinrichtungsort Jesu. Seit den Grabungen von 2016 wissen wir auch, dass Konstantin Monomachos das Grab, das man als Grab Jesu identifiziert hatte, einigermaßen sinnvoll an der richtigen Stelle rekonstruiert hat. Bis heute bewahren Christen das Erbe der Grabeskirche, ein Ort, der eng mit der Passionsgeschichte verbunden ist. Sie ist das zentrale Heiligtum der Christenheit. Heute ist sie eine Simultankirche, die 6 christlichen Konfessionen eine Heimat bietet. Jede von ihnen hat hier ihre eigene Kapelle. An der Spitze der Verwaltung stehen die römisch-katholische Kirche, das griechisch-orthodoxe Patriarchat und die armenisch-apostolische Kirche. Die orthodoxen Christen nennen die Grabeskirche immer noch Anastasis, Auferstehungskirche. Wohin der Leichnam Jesu gebracht wurde, bleibt archäologisch eine offene Frage und ein Geheimnis bis heute. So bleibt das Rätsel um das Grab Jesu wahrscheinlich für alle Zeiten ungelöst. Was denkt ihr? Ist es wirklich so wichtig zu wissen, wo Jesus genau hingerichtet und begraben wurde? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da.